Hi Leute, was geht ab? Heute sind wir in Yards und wir zeigen euch, was es hier zu sehen gibt, wo man übernachten kann und wie das Ganze hier aussieht. Los geht's! Sehr müde sind und kaputt. Wir haben gar keinen Bock, uns irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzugucken. Aber ja, eigentlich sind wir auch keine Dokumentationsreise, die jetzt irgendwelche Reisetipps, sondern wir wollen einfach die Leute mitnehmen und Land und Leute und wie wir uns gefühlt haben. Also wir wollen auch sagen, in Isfahan hat es uns auch ein bisschen gestresst, weil wir haben uns vorgenommen, irgendwie irgendwelche Sehenswürdigkeiten und Tipps zu geben. Aber wir merken, es ist gar nicht der Stil unserer Reise, ständig von einem Touri-Ort zum nächsten zu hopsen. Wir genießen das eigentlich gerade sehr, dass wir nichts machen müssen und wollen uns da jetzt auch nicht verpflichten, irgendwas zu machen. Von daher werdet ihr auf diesem Kanal einfach das sehen, was wir den ganzen Tag machen. Musik spielen, einfach abhängen und wir sind einfach frei von Dogmen. Ja, genau. Das war uns jetzt einfach nochmal wichtig, es zu sagen, weil wir uns immer so auch gerade so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt haben. Also selbst haben wir uns den Druck gemacht, wir müssen das noch sehen und das noch sehen und für die Videoaufnahmen das und das. Aber eigentlich wollen wir eigentlich ja gar nicht uns jetzt so, ja, wie sagt man, jetzt nicht unbedingt wie Touris verhalten, sondern wir wollen ja einfach in den Tag reinleben sozusagen. Es ist gerade so mega viel los, es fährt den ganzen Tag hier kein Auto vorbei, aber in den 2 Minuten, indem wir die Kamera hier anmachen und unsere Gefühle preisgeben, fahren hier alle rum. Ja, entweder ist es sau windig oder fahren jetzt einmal tot. Genau. Traditionellen iranischen Sport an. Bis jetzt läuft die ganze Zeit nur einer im Kreis, aber gleich soll es richtig zur Sache gehen. Jetzt ist tatsächlich jemand in den Ring gestiegen. Es bleibt spannend. Sehen wir hier heute tatsächlich einen neuen Rekord. Der junge Mann im gelben Hemd scheint einen Weltrekord aufstellen zu wollen im Rundenlaufen. Ja, auch die Nachwuchssportler hier sehen ganz aus wie ihre Vorbilder. Thank you.
Ja, das ging doch richtig ab, Leute, oder? Das haben wir jetzt so gar nicht erwartet. Es war echt mitreißend, wie so eine Sport-, Meditation-, Yoga-Mix-Sache. Fand mal richtig, richtig cool. Am liebsten hätten wir beide mitgemacht. Ja, also dieses mit dem Bongo, wie der eine da so die Live-Musik gemacht hat, das war richtig cool. Da hat man richtig Bock gehabt, so mit in den Ring zu steigen und mitzumachen. Und was man auch gesehen hat, das zieht sich hier noch mehr durch wie in Europa, dass Jung und Alt mitmachen. Also wir haben den 70-Jährigen gesehen, der da genauso mitgemacht hat wie, ich weiß nicht, 10-Jährige. Aber das sind Männer. Frauen und Männer, genau, sind getrennt. Getrennt. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob die Frauen überhaupt Sport machen. Auf jeden Fall, ich glaube nicht. In den Klamotten. Also schon, aber wahrscheinlich nicht in dieser Art. Irgendwas anderes vielleicht. Das ist unser Hostel in Jarzt. Hier haben wir jetzt die letzten 4 Tage übernachtet. Sehr hübsch. 10 Euro haben wir die Nacht inklusive Frühstück ausgegeben. Und hier wird jetzt fleißig gepackt, weil jetzt geht's weiter nach Shiraz. Viel zu schwer, der große Junge hier. Ach komm. Doch eigentlich viel ausgemistet. So, das war's aus Jarzt. Wir sehen uns dann in Shiraz und abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bis dann, Party People.